Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 25 von Towns, die zweite Runde. Ja, da sind wir drinnen in unserem Spiel und ja, da laufen sie wieder, ne? Was haben wir letztes Mal gesagt? Letztes Mal wollten wir nach Eisen suchen. Ja, wo ist Eisen? Ich glaube, auf der Karte hier oben habe ich, glaube ich, schon geguckt. Da habe ich nichts gefunden, ne? Das war schon, glaube ich, klar. Das heißt, wir müssen definitiv gucken, dass wir nach unten kommen wegen dem Eisen. Der Berg muss ja auch noch weg, ne? Aber jetzt nicht. Ich wollte schon gerade sagen, was ist das für eine rote Kugel mit einem weißen Ball drauf? Aber da ist ein Schaf am Stehen. Gut, wie sieht's überhaupt hier mit unserer Happiness aus? 36 ist ja schon mal ganz nett. Gehen wir erstmal ein bisschen tiefer. Wir können mal einen schneller laufen lassen. So, hier hatten wir doch irgendwo eine Treppe in Auftrag gegeben. Wie weit ist die denn? Ah, die ist schon mal da. Ach so, das war für einen Friedhof nach oben, ne? Ist denn nach oben was passiert? Ich glaube nicht, ne? Die sind zu doof zum Treppe bauen wahrscheinlich. Oder ich, kann auch sein, ne? Ja, müssen wir mal gucken, ob das noch was wird. Das war für einen Friedhof, ne? Haben wir gesagt. Okay, Candlelight kommt da auch noch hin. Ja, müssen wir mal gucken. Ach, hier hatten wir schon so ein bisschen zugemacht, ne? Wegen Tür und so, ne? Können wir ja gleich mal eine Tür hinsetzen, oder? Table, Türen, da. Vielleicht klappt das ja schon. Zack. So, die Tür für, ne? Den Friedhof, in Anführungsstrichen. Okay, da muss noch was weg. Ah, der klopft schon. Und der auch. Und wir müssen definitiv aber nach unten, ne? Aber da haben wir, glaube ich, noch nichts gemacht, oder doch? Ich weiß gar nicht. Und wenn, wo sollten wir dieses tun? Das ist die Frage. Hier ist Eisen. Wir brauchen Eisen, ne? Warum suchen wir so lange? Ach, wir hatten hier noch geguckt, genau. Was ist das Problem? Ne, Torch, Wood, Wood und Iron. Ja, da ist auch ein Loch irgendwie, ne? Kann das sein? Gucken wir mal gerade eine Etage tiefer, dann sehen wir das doch, ne? Da ist schon ein Loch, genau. Gibt es da noch eins mehr? Tatsächlich, das sind zwei Löcher. Okay. Stellt sich mir gerade die Frage, wie kriegen wir das hin? Ich glaube, wir buddeln hier eine Treppe hin, ne? Dicke Leiter. Genau, machen wir mal. Und den können wir dann dick machen. So, sollte funktionieren eigentlich. Nacht ist es. Sternklarer Himmel, wie man hier sieht. Schick, schön. Aber die geht nicht, ne? Kohle fehlt, das war's. Eisen fehlt gar nicht, uns fehlt Kohle. So war das, genau. Damit wir die Fackeln machen können. Ja, da müssen wir dann irgendwie nach unten. Hat ja keinen Sinn, ne? Jetzt kommt ein Händler. Dann lassen wir erstmal kommen. So. Was ist hier hinten am Klappern? Ist das bald fertig? Oh, das dauert noch eine Weile. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, das können die auch nicht von hier unten nach oben buddeln. Das geht wahrscheinlich gar nicht. So ein bisschen die Vermutung, dass das eine Schwierigkeit wird, das überhaupt hinzukriegen, ja. Wegen Koordination und so, ne? Oh, der Händler ist da. Was hat er denn? Eisenhelme, Holz. Close Armor. Auch nicht gerade der beste Rüstungsschutz. Genau wie das auch nicht. Da ist ein besserer. Defense 1267. Aber wir haben nur das bisschen anzubieten, ne? Gibt's noch was Besseres? Oh, da gibt's noch so einen schicken Helm. Für... keine Ahnung. 3.372. Dann nehmen wir doch den mal. Macht er auch. Ich glaube, das lohnt sich, oder? 1.267 ist schon was. Der Deal läuft. Weiter. Okay. Das ist zu überlegen. Wo müssen wir buddeln? Oben. Ich glaube, wir müssen hier buddeln. Ich mach das jetzt mal. Meine Leiter. In der Hoffnung, dass das passt. Und da geht's dann zum Friedhof. Das ist ein... wer war das? War das ein Händler oder war es einer von uns, der sich da ausgeruht hat? Das wäre ja cool, dann hätten wir hier gerade Happiness gut gemacht. Aber das schicke Bett, das geht auch nicht. Hier fehlen noch Tonnen. Entschuldigung.
Da ist Brot reingekommen 5-mal. Das ist doch schon mal was, oder? Mehl gibt's auch. Wie ist denn so insgesamt mit dem Essen? Ne, da war das. Oh, 90 Äpfel haben wir. Und 102 Birnen. Okay, da brauchen wir uns momentan keine Gedanken drum machen. Wo sind die alle eingelagert? Oder liegen die alle so rum? Ach, die liegen alle so rum. Auch schön, ne? Naja, kriegen wir schon irgendwann noch hin, ne? Gut, hier liegt Fleisch auf der Erde. Raw Pork. Rohes Schweinefleisch. Hier sind noch 4 unterwegs. Da ist schon einer. Er bin der steigt aber, oder? Oder liegt auf jeden Fall auf einem hohen Niveau. So, was macht unsere Kellertreppe? Die ist schon da. So, einmal bitte runter. Okay. Könnte hingehauen sein, oder? Ist nur die Frage, ne? Ach ja, das war hier. Da waren ja die zwei, dann hat das geklappt. Ich will hoffen, da kann einer auch hoch und runter gehen, ne? warte mal. Ich glaube, hier müssen wir noch einen wegmachen. Sonst können die ja nicht richtig runter, glaube ich, oder? Vielleicht täusche ich mich auch. Was ist hier los? Nix. Alles im grünen Bereich. Zwei Helden sind noch da. Läuft da einer zum Buddeln noch hin? Kann man jetzt nicht so wirklich sehen, ne? Was machen die Türen und sowas und unsere Stürze hier über den Türen? Ah, da ist schon was passiert. Okay, die sind natürlich schwer beschäftigt, ne? Ist klar. Ein Dach hatten wir hier hinten über der Küche, ne? Beziehungsweise Bäckerei. Ja, ich glaube, da machen wir noch mehr. Da, da, dort. So passt's. Wieder eine Reihe mehr. Gut. Wir hoffen, dass das was wird. Holz kommt schon. Okay, da wird ordentlich gearbeitet. Da ist auch ein Dingens rüber geklappt. Da geht's auch weiter. Das macht einen guten Eindruck. Ja. Irgendwann können sie nur nicht mehr hochklettern, ne? Aber das müsste hier ja noch gehen dann. Jetzt wird's wieder dunkel. Nacht kommt. Evening. Abend. Okay, der konnte noch runterlaufen. Da ist das nächste über der Tür. Wunderbar. Was macht hier unser Loch in der Erde? Das ist jetzt auch passend. Ist die Frage, ob sie hier runter können oder nicht, ne? Dann können wir ja mal gerade hier diese Ecken ja wegmachen. Und vielleicht kommt dann auch einer passend hier runtergelaufen. Ist die Tür da schon hingebaut worden? Nein. Das auch weg. Das auch weg. Ist die Frage, von wo sie jetzt kommen, ne? Ah, da ist einer runtergekommen. Das geht also. Gut, die Treppe funktioniert. Das ist doch schon mal schön. So, jetzt müssen wir nur hier gucken. Da hatten wir ja was in einer Etage tiefer gemacht. Da ist auch was passiert. Ah, guck mal, was ich da habe. Da habe ich schon eine Treppe gebaut. Halt. Okay. Ja. Naja. Hat funktioniert, ne? Und stellt sich mir die Frage. So, das ist die Treppe. Die sehe ich da auch. Das heißt, ich muss, glaube ich, hier noch eine hinmachen. Aber wo genau? Das ist die Treppe, gleichzeitig diese. Und vor der Treppe müsste hier sein, oder? Da geht nur mein. Da kann ich keine Leiter machen. Okay, dann passt da was nicht. Oder passt es doch? Und
Meine Leiter. Wenn ich jetzt hochgehe ein, dann wäre das da verkehrt, sondern es müsste da meine Leiter sein. Okay, probieren wir es aus. Was passiert? Nee, ne? Da läuft auch jemand. Da ist er hochgegangen irgendwie. Wie schaut's hier aus? Da sind ein paar, die machen auch was. Okay. Ja, gut. Da ist auch noch einer, den machen wir dann auch noch. Und den auch noch. Gut, da ist dann passend abgebaut. Jetzt läuft er wieder hoch. Auch. Gut, gucken wir mal hoch, was hier passiert. Vielleicht noch ein bisschen höher. Okay, ich glaube, das hat hier geklappt, oder? Runtergefallen ist auf jeden Fall nichts. Das heißt, die nächste Reihe. Holz geht auch noch. Wie ist mit Happiness? 38, ist ein bisschen mehr geworden. Also prima. So, dieser Raum ist schon mal flächig oben fast zu. Muss ich ein tiefer und baue den so zu. Und da geht das natürlich eigentlich auch, wenn man dann die Shift-Taste drückt, ne? So, dann können die dann eine Decke einziehen, ne? Der erste Raum, der dann vielleicht zu wird. Warte, der ist doch auch schon so weit. Geht. Geht. Hier vorne fehlt es noch an der Außenmauer. Können wir aber gerade ändern. Und der Türsturz fehlt ja auch noch. Ah, wir machen wieder so viel, ne? Aber hier, 41, ist doch schön. Da kommt auch Dach. Hoch ging's da. Ja, funktioniert. Wie sieht's denn mit Steinen aus? Haben wir doch hier so ein Steinlager. Ja, das läuft auch. Das ist auch gut so. 42. Ja, die sind ordentlich. Wo der überall lang lief, habt ihr das gesehen? Hat gesoffen, ne? Einer fehlt noch, dann kann man da schon wieder einen hinsetzen. So, die Reihe ist, ich glaube, dann die Reihe, ne? Passt. Okay. Jo. Dann mal hier gerade noch. So, damit die Stürze auch hinkommen. Da ist schon drüber. Was das für ein Raum wird, weiß ich gar nicht mehr. Ah, da ist schon wieder die Shift-Taste nicht gedrückt worden. Das mal so. Und so. Funktioniert. Ach so, da ist ein Held, der da drinnen steht. 44, das heißt, wir haben schon Happiness gestiegen. Gesteigerte Happiness. Ja, sagen wir mal gesteigerte Happiness. Das Dach wird super zugemacht. Das heißt, die Bäckerei läuft, glaube ich, auch gleich ein bisschen besser, ne? Wenn das Dach da drauf ist, hat man ja irgendwie. Okay. Gut, aber Dachspitzen sind gerade nicht unterwegs, oder? Ah, da wird aber was gemauert. Gut, schauen wir mal nochmal hier. Das hatten wir schon gemacht. Ne, unten im Keller war die Treppe. Gucken, was hier passiert ist. Nix. Schwierig, ne?
Müssen wir es abwarten. Gut, okay. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.